Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Asaf hat uns gefangen in der letzten Folge. Machen auch hier direkt weiter. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Ich würde sagen, let's go. Also, Nadine Ross. Hey, Dicker, ganz ruhig bleiben. Ich wollte sagen, du siehst gut aus. Hörst du schlecht? Was stinkt hier so? Oh, tut mir leid. Fließendes Wasser und Seife waren in der letzten Zeit eher Mangelware. Gott, von all den Leuten, die du hättest herbringen können. Sie hat mir mehr als einmal den Arsch gerettet. Du weißt aber noch, dass sie versucht hat, Nathan und mich umzubringen, und zwar mehr als einmal. Bleiben wir fair. Ihr beide habt dasselbe mit ihr versucht. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald wir ihr den Rücken zudrehen, haben wir ein Messer drin. Ich kann übrigens jedes Wort hören. Ich weiß. Ich vertraue ihr. Weißt du was? Schön. Ich bin nur ein kleines bisschen sauer, dass wir hier mit leeren Händen rausmarschieren. Aber damit kennst du dich aus, stimmt's? Das hat Klasse, danke. Alles zu seiner Zeit, Kinder. Kannst gern noch mehr haben. Fahrradständer nach der Schule. Ja, die Atmosphäre ist ziemlich angespannt, würde ich sagen. Oha. Wow. Das ist bedrohlich. Anscheinend haben die Könige eine letzte Aufgabe. Aber uns brauchst du wohl nicht mehr, also machen wir uns mal auf. Oh, im Gegenteil. Du kennst diese Geschichte. Also, Shiva gab Parashurama die mächtige Axt, die Ganesha im Gesicht traf, wodurch Shivas Sohn, einer der größten unter den Göttern, in die Knie gezwungen wurde. Ein weiteres Kriegsopfer. Tu's nicht. Ja, genau, Chloe. Er wird dich einfach Er hat recht. Aber wenn du dich weigerst... Siehst du sie sterben? Oh. Stück für Stück. Okay. Penner. Sorry dafür, aber ist doch wohl wahr, oder? Was für eine Sackratte, ey. Chloe, nicht! Okay, mal sehen, was wir haben. Okay. Hier ist nichts. Du hältst mich besser nicht hin. Ja, was für? Ich halte dich nicht hin, Alter. Was soll ich denn hier finden? Hier sind Zahnräder. Das ist irgendein Mechanismus hier, aber was weiß ich wieder. Ah. Okay. Shiva und Parashurama? Okay. Parashurama und Ganesha? Und jetzt? Und jetzt? Ah, hier. Wieder hier hin. Chloe, gib diesen Trottel nicht, was er will. Ruhe. Drücke X. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Okay.
Hä? So einfach ist es nicht. Was stimmt denn hieran nicht? So, haben wir das auch. Sie wird gleich fallen. Ruhe! Ganesha, hast mir einen ziemlichen Stein in den Weg gelegt. Hä? Aktiven Armwechsel? Linken Arm. Hä? Chloe, sicher, dass das stimmt? Nein. Still sein und zusehen. Er ergab sich. Ja. Boah. Alles okay? Ja. Das kam unerwartet. Ach du Scheiße, sie hat Eier, was? Ich verstehe nicht. Das ist eine Redewendung. Weil du dich geirrt hast, Freundchen. Ganesha hat sich bewusst von der Axt treffen lassen. Das ergibt keinen Sinn. Nicht für einen selbstsüchtigen Arsch, nein. Es ist so, Ganesha hätte Parashurama besiegen können. Ganz leicht. Aber in diesem Fall hätte Shivas Axt ziemlich schwach gewirkt. Machtlos. Ganesha opferte sich, um die Ehre seines Vaters zu bewahren. Tja, sogar sie versteht's und sie hat keinen Tropfen indisches Blut. Boah. Großartig, nicht wahr? Was? Hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich kann dir sagen, wo du ihn dir hinstecken kannst. Tja, meine Freunde. Ich würde euch gerne selbst töten, aber wir dürfen die Götter nicht verärgern. Denn ihr habt mir großes Glück gebracht. Okay, also was machst du dann? Du wirst die Kammer fluten. Ich werde dich vermissen. Ach komm schon, ist das wirklich nötig? Ach, wahre Zerstörung gibt es nicht. Nur Läuterung und Wiedergeburt. Erschieß uns einfach und bring's zu Ende. Genau. Wenn das Wasser eure Lungen füllt, habt ihr Zeit, um über eure Entscheidungen nachzudenken. Vielleicht ergeht es euch in eurem nächsten Leben besser. Arschloch. Yep. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bereue gerade eine ganze Menge. Ach, wem sagst du das?
Ich habe mich so drauf gefreut, dich wieder fertig zu machen. Ach, weißt du, ich freue mich auch nicht, gerade neben dir zu ertrinken. Könnt ihr nicht einmal still sein? Ich muss mich konzentrieren. Was tust du da? Vorbereitung ist alles. Genau. Ja. Okay, jetzt Yippie, ey. Verdammt! Ladies first! Zoe, ich will ja nicht drängeln, aber könntest du dich ein bisschen beeilen? Tief Luft holen! Hat sie es wiedergefunden? Nein. Okay, ich muss selber hoch. Oh, oh. Los, los, los. Ich glaube, wir gehen drauf. Oh, shit, Mann. Oh, shit. Oh. Endlich wieder Luft. Alles okay? Am Start. Bisschen durchnässt. Mir geht's gut. Ja. Muss aufhören zu rauchen. Runter! Oh shit. Hat er uns gesehen? Ich hoffe nicht. Wie zum Teufel hat er Saft den Helikopter bekommen? Vielleicht von den Käufern. Was meinst du? Hab nur Saft drüber reden gehört. Zum alten Bahnhof zu fahren, irgendein Waffenhandel. Er verkauft den Stoßzahn. So viel zur Bewahrung seiner Kultur. Hey, einen Moment. Hör mal. War der eben. Danke für. Bild dir nichts drauf ein. Natürlich. Sind wir cool? Nein. Dachte ich mir. Beeilen wir uns. Dann können wir sie abfangen, bevor sie ihn verkaufen. Ha. Und da ist unser Wagen. Okay, wir haben wieder ein Auto. Geil. Die ist cool. Da. Eisenbahnschienen. Ich halt an. Asaf hat ganz bestimmt Wachen in diesem Gebiet. Wir sind besser vorsichtig. Ja, ja, ja. Und dann verlieren wir den Stoßzahn. Du kannst gerne hier bleiben. Ich meine ja nur, okay, dass okay, wir... Okay, okay, okay. Weniger reden, mehr laufen. Und du warst die ganze Zeit bei Asaf und hast nichts über die Käufer rausgefunden. Na, ich hab's versucht. Asaf ist vorsichtig. Hat vor mir fast nie über Geschäfte geredet. Ich weiß gar nicht, wieso. Hey, er hat mir immerhin geglaubt, dass ich Experte für diesen Heusala-Scheiß bin. Heusala? Ja, das auch. Okay, nein, hier ist es nicht. Hier ist irgendwo ein Schatz. Sagen wir mal, Spinnensensoren. Wahrscheinlich da hinten oder so. Boah, Alter. Hat die mich erschrocken, ja. Okay. Das Trio ist back in business, würde ich sagen. Also der Stoßzahn sah echt mega bombegeil aus, oder? Oder das hier allein schon wieder. Wir sind geschieden. Fast ein Kulturschock, all diese modernen Gebäude nach den Ruinen von Häusern. Sie können von den Briten oder Portugiesen um 1800, also nicht wirklich modern. Wir wissen, liebe ich das, über so Stege zu laufen. Und da lag auch noch ein Stein im Weg. Fein. Eli, Scheiße. Asaf hält uns für tot. Lassen wir ihn in den Glauben. Also, Nadine,
Und bitte nicht zutrauen. Hm? Gut. Hörer, hast du auch für Asaf gearbeitet? Wie hast du die Folter verkraftet? Was meinst du, hat er dich gefoltert? Oh ja, hat ohne Pause über sich und sein Ziel geredet. Ehrlich, Mann, ich schnall's. Du musst mich nicht überzeugen. Ich bin nur auf die Kohle aus. Ach, ich hasse, wenn Leute rumschwafeln. Ätzend, oder? Ich verstehe es nicht. Na los. Hier lang. Alles klar. Ja, okay, und wie komme ich da hin? Darüber springen wird nicht funktionieren. Komisch. Ich bräuchte meine Machete. Hilfst du mal? Kein Problem. Was ist denn mit dem Johnny Boy? Mit Sam? Geh vor. Du zuerst. Besten Dank. Wow. Was für ein Sacknase, du. Alter Verräter, kannst du nicht einfach mal eine Faust geben? Einfach nur mal so. Weil er ist, was er ist. Oh, klar. Wow. Heilige Scheiße. Alles gut. Okay, wo lang? Ich bin okay. Okay, wir müssen, da muss ich wohl dahin. Tarzana, wir kommen. Wow. Oh, der war knapp. Nice. Hey, wo ist Sam? Wahrscheinlich wieder chillen irgendwo. Oh, da war der Schatz. Positive Einstellung. Er könnte Lockvogel spielen. Feuer für uns auf sich lenken. Sich auf eine Granate werfen und uns alle retten. Ja. Sam, was soll ich dazu noch sagen? Er ist, was er ist. Er wird es schon nicht ändern. Deswegen heißt Sam ja auch Sam. Sam, wo bist du? Ich komme. Oh, hey, sieh an, du bist zurück. Kleiner Umweg. Kommst du? Würde ich, aber die Brücke hier ist leicht baufällig. Dann spring. Schmeichelhaft, dass du mir Superkräfte zutraust. Aber es ist etwas zu weit. Hey, damit könnte es gehen. Oh, verdammte Scheiße, ist das schön. Sowas glaubt man, wenn man viel Uncharted spielt. Da weiß man schon die meisten Komplikationen, die entstehen können und wie man sie meistert. Komm, Digga. Mach den Sprung des Todes. Wow. Oh. Das war's mit deiner Sonnenbrille. Auf geht's. Na los, wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn sie da ist. Okay. Nehmen wir das noch mit? Nadine, sieh mal nach, ob wir da oben was brauchen können. Ich mach das. Nein, schon gut. Na los, Süße, ich helfe dir hoch. Okay, ich wollte nur Gentleman sein. Sieh einfach zu und lernen. Hoch mit dir! Okay. Ist da irgendwas zum Raufklettern? Eine Kiste oder sowas? Oh! Das sollte gehen. Ha, cool. Ich hab's. Kommt hoch.
nur zu, Sam. Alter vor Schönheit. Ach, zu liebenswürdig. Nein, sie hat nur Angst, dass ich das umstoße und dich da zurücklasse. dann gehe ich von jetzt an lieber zuerst. Ich würde ihn nicht zurücklassen. Ja, ja, sei netter. So, jetzt haben wir die 20 Minuten wieder erreicht, liebe Leute. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschalten. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich fand es bis hierhin echt geil, richtig geil gemacht. Das Traumtrio ist wieder unterwegs, würde ich sagen. Und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein.